Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Da werden wir dann auch natürlich noch ein Hardware-Video machen später, wenn ich es an der PC anschließe. Jetzt erstmal nur das Unboxing. Ich wurde angefragt, ob ich eine Maus, also eigentlich sollte ich was anderes vorstellen, und dann habe ich gesagt, ja, was war das? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, Mauspad oder irgendwas war das? Nee, so hat, ich habe keine Ahnung. Und habe gesagt, ja, aber da haben sie gesagt, ja, das ist jetzt vorbei. Wie sieht aus mit einer Maus? Sag ich, ja klar, Maus kann man nie genug haben. Die geht ja auch schnell kaputt manchmal. Deswegen ist das gut. Und warum nicht? Und da haben sie mir die Maus jetzt zugeschickt von, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Tusu. Die hat RGB. Weil umso mehr RGB, umso besser. Und da packen wir jetzt einfach mal aus. Ich gehe weiter rumreite, nur wegen Unboxing, weil da wird jetzt nicht viel passieren. Wir sehen hier nur ein Kabel. Eine Anleitung, die garantiert auch nicht in Deutsch ist. Vielen Dank, dass Sie Uru WM02L entschieden haben. Okay. Haben wir. Wir können hier vorne DPI-Werte einstellen und so. Ja. Oh, die ist schön groß. Oh, ich mag diese kleinen Mäuse nicht. Also die ist schön groß. Oh, seht ihr so? Diese wird dann auch leuchten. Hier haben wir dann zwei Knöpfe. Haben auch einen guten Druckpunkt. Hier können wir dann die DPI, also wie schnell das ist. Hier steht aber CPI. Hier wird es auch leuchten. Das leuchtet auch. Hier haben wir Mausrad. Links und rechts. Ja. Wird mit USB angeschlossen. Liegt gut in der Hand. Ich glaube, die werde ich auch in der nächsten Zeit dann erstmal wieder benutzen, weil die ist schön groß. Das fehlt mir irgendwie bei meiner jetzigen. Die Razer, die ist. Nee, Razer habe ich nicht. Die von Madcuts. Die ist ein bisschen klein. Die ist zwar gut, aber klein. Da habe ich da manchmal echt Probleme mit den Finger. So, ja, das Leuchten kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen. Das werde ich erst im Hardware-Video zeigen können. Das werde ich gleich nachher machen. Werde ich nachher gleich am PC anmachen und dann machen wir auch das Hardware-Video, dann gucken wir uns das an, wie das aussieht. Aber mal ein kurzes, knackiges Unboxing wäre natürlich auch nicht, ist natürlich auch nicht schlecht. Hier seht ihr ja, dass es hier leuchtet. Hier leuchtet es, hier eine Seite. Ja, und wir haben dann halt verschiedene Farben, die wir einstellen können. Oder vielleicht können wir auch so einen Effekt einstellen, dass es halt Rainbow-mäßig macht oder so. Müssen wir mal gucken. Bin mal gespannt. Das soll es jetzt zum Unboxing von der Maus auch gewesen sein. Wir sehen uns gleich wieder im Hardware-Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.